Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai 3 hier bei Crush Wordific 89. Es ist soweit, liebe Leute. Wir stehen nun vor dem Cell-Ring. Es wird Zeit für die Cell-Games. Die großen Cell-Spiele. Wir treten nun gegen Cell als Son Goku an. Und da ist er auch schon. Naja, Cell, dann solltest du dich eher darüber freuen, dass du jetzt mal einen starken Gegner zu tun bekommst, aber leider öffnet er wieder schon ziemlich scheiße für mich. Ich muss also versuchen, schnell auszuweichen und den zu erschöpfen, damit ich in Ruhe mich aufladen kann. So, zack. Weil ich möchte gleich zum Super Saiyajin transformieren und dann geht der Kampf richtig los. Okay. So, zack, zack, zack. Ah! Ich kann einfach den Angriff nicht einsetzen. Also irgendwie mache ich da leider nur wenig Schaden gegen ihn. Der gute Cell ist ziemlich heftig stark. Oh, und leider treffen natürlich auch beide Kamehamehas wieder voneinander und natürlich kriege ich mehr Schaden. Schon wieder! Aber diesmal gewinne ich. Der gute Cell meint es ganz schön ernst. Ich sag's ja. Die Kämpfe sind leider Gottes ziemlich hart. Ich hätte vielleicht den Schwierigkeitsgrad lieber vermindern sollen. Ja, ich sag's immer wieder, aber darüber jammern bringt natürlich nichts. Ich könnte auch das mit den KI-Attacken machen da. Aber das bringt mir natürlich nichts. So. Aber jetzt habe ich mal richtig Schaden machen können. Aber leider bringt mir das kaum noch was, denn meine Power ist leider ziemlich schon schwach geworden. Oh Mann. Jetzt aber. Vielleicht kann ich das Teleportationskamehameha einsetzen. Es sei denn, wenn ich jetzt fehle. Zum Glück nicht. Weil dann hätte ich sonst verkackt, wenn ich jetzt gerade beim ersten Mal schon gefailt hätte. Bam. Na komm schon, das möchte ich auf jeden Fall jetzt zeigen, die Attacke, bitte. Yes! Teleportationskamehameha. Wenn ich damit sogar den Kampf beende, glaube ich, kann ich sogar ein Achievement freischalten. Ja, das seht ihr, das macht massig Damage. Aber ich glaube, dass ich gleich verkackt habe. Es sei denn, ich könnte es noch schaffen irgendwie. Nein, natürlich nicht, der erwischt mich vorher noch mit einem schnellen Angriff. Shit. Alter. Der gute Selbst, würde ich schon fieser sagen. Der zeigt ganz schön, was er drauf hat. Nein. Alter. Aber wenigstens habt ihr das Warp-Kamehameha am Ende eines Drachensprintes sehen dürfen. Das ist schon mal nicht schlecht so. Aber jetzt wieder der Drachensprint. Es wird Zeit für mich. Alter. Nein! Was? Es sah zuerst so aus, als hätte er jetzt den ultimativen Angriff einsetzen wollen. Nein, nein, nein. Cell! Bam. Da hast du ganz schön gefailt, was? Und noch immer hat er mindestens einen Energiebalken mehr als ich. Das ist halt das Problem. Meine Verteidigung ist auch ohnehin viel zu schwach. Gegen den... Oh, ne. Ja, jetzt... Nein! Warum schon wieder? Er schafft es immer wieder und ich nicht. Fuck! Jetzt sieht schlecht aus. Also, der macht mich down. Und sein Drachensprint ist leider... Setzt sich jetzt besser durch als bei mir. Fuck. Ja. Ich habe trotzdem viel zu viel Schaden genommen. Das wird wieder nichts. Ah, zu viele Fehlereien in letzter Zeit. Zu viel Fehlerei, besser gesagt. Jetzt reicht's aber. Drachensprint! Bam! Der macht ja insgesamt auch mehr Schaden als das Kamehameha, aber die Attacke ist halt nicht leicht auszuführen. Oh Mann! Ich habe gar nicht gesehen, dass ich nur noch so wenig KP hatte. Fuck.
Alter. Oh. So, jetzt aber reicht's mir. Nein. Alter. Oh, nein. Muss mich leider Gottes ein bisschen konzentrieren. Der Typ ist echt gut im Austricksen. Das ist halt das Problem, dass ich das öfteren immer aufladen muss. Nein! Trifft er mich wieder mit einem scheiß ultimativen Angriff und ich kann nicht ausweichen. Oh, ey. Setzt er seine eigene Genki-Dame ein. Und den Angriff kann er natürlich auch nicht abwehren. Warum auch? Ich sollte dann drücken, wenn dein Balken möglichst voll ist, damit ich mehr auffüllen kann, um damit auch den Angriff abwehren zu können. Aber leider Gottes wird das nichts. Schade, dass da keine epische Sequenz kommt, wenn da gerade eine riesen Explosion bei der Erde stattfindet. Mann, teleportiert auch, ich drücke! Ah, das wird wahrscheinlich wieder nichts, ich fehle jetzt brutalst. Oh, vielleicht kann ich das Ruder noch rumreißen, aber bestimmt wird das wieder nichts. Der Drachensprint werde ich wahrscheinlich wieder nicht zu Ende ausführen können, oder? B und... Oh! Fuck. Das war sowas von klar. Das nützt mir auch nichts, wenn ich da mit Angriffen drauf spamme. Ich hab gegen Cell keine Chance mehr. Der hat viel zu viel Defensive, viel zu viel Angriffskraft und seine KP sind auch zu hoch. Boah. Dieser Angriff vor allem ist ziemlich schnell. Wo er diesen Flipkick macht. Nee, ja, warum öffnet er schon wieder damit? Auf das Energieschild muss ich echt aufpassen. So, aber jetzt reicht's mir. Endgültig. Nein, diesmal nicht. Nein. Cell, jetzt ist Schluss. Oh Mann. Alter Schwede. Ihr merkt es, ich habe da echt Probleme mit diesem Kampf. Vielleicht hätte ich dazwischen auch trainieren sollen. Alter, ich habe mich extra entfernt, um den Angriff zu entgehen. Verdammt. Ja, jetzt ist mal gut hier. Ja, hallo! Was macht er denn? Alter, wie viel Schaden der mir schon wieder gemacht hat mit nur so wenigen Angriffen. Wenn ich so Angriffe drauf spamme auf den, dann wird das mir meistens gar nichts. Oh, fuck. Ja. Komm, nochmal. Alter, warum muss ich so verkacken gegen den? Schon wieder. Aber zum Glück gewinne ich da immer bei diesen aufeinandertreffen der KI-Attacken. So, volle Power. Und jetzt reicht's mir. Nein! Scheiße! Oh Mann, ja, wenn wir einen Drachensprit einsetzt, es ist immer so scheiße, dass er ausgerechnet dann, wenn ich ihn treffen möchte, selber auflädt und dann teleportiert und mich natürlich auch trifft. So, jetzt reicht's aber. Diesmal bin ich dran. Ja, natürlich. Aber jetzt bin ich dran. Hoffentlich geht das nicht schief. Passt. Da muss man wirklich auf Glück hoffen, dass er einen anderen Knopf drückt als ich. Weil wenn der gleichzeitig einen drückt, dann wird er natürlich eine Zwischenstufe ab. Aber vielleicht habe ich jetzt die Chance, nochmal das Teleportationskamera einzusetzen. Natürlich wieder nicht. Mann. Das ist so scheiße. Am Abschluss ist es immer nur noch 50-50 Chance. Aber er hat keine KI mehr. So, jetzt reicht's aber. Mann. Der soll aufhören auszuweichen. Jetzt hat er wieder zu viel KI. Ja, ist klar, natürlich. Wow. Oh, ein Glück. Zack.
Nein! Der Angriff geht daneben, der Abschluss. Ja, der soll mich nicht an die Ecke drängen, verdammt. Alter, ich nehme viel zu viel Schaden. So, jetzt reicht's aber. Ich hau drauf. Ja, der weicht aus. Oder blockt ab. Irgendwas von den beiden macht er immer. So, jetzt reicht's. Bun Smashing! Ja, später. Aber vielleicht kann ich es jetzt schaffen, wenn ich jedes Mal Subangriffe erfolgreich durchführe. Und zack. Ja, jetzt schaut es aber schon besser aus für mich. Ich könnte das diesmal auch schaffen. Jetzt! Nein! Jetzt komm, weich aus! Ja! Okay, jetzt bloß nicht abwehren. Bloß nicht abwehren. Komm, 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 komm. Nein! Shit! Das gibt's nicht! Alter! Das ist doch nicht euer Ernst! Wie gemein ist das denn? Das war vielleicht das Problem an dem Spiel, dass man von Anfang an viel zu schwach ist gegen die Gegner. Alter! Ja, Cell! Boah! Das ist echt nicht euer Ernst. Schon wieder. Jetzt geht es wieder los. Nein! Alter! Oh, ich glaube, ich muss da bald mal schneiden. Tut mir leid, aber ich schneide jetzt dann den Kampf, wenn das wieder schief geht. Das wird's garantiert schon. Ja! Och, ich habe wirklich total verkackt. Der Part wird viel zu lang durch diesen einen beschissenen Kampf gegen Cell. Oh mein Gott, wie viel Schaden. Jetzt habe ich schon wieder nur noch eine Leiste und der hat noch immer seine vier Leisten. Ja, und ich kann noch nicht mal kratzen. Es bringt nichts. Ey, das ist so scheiße. Ich schneide, bis dass ich das jetzt habe. Mein Gott. Yes, endlich. Oh mein Gott. Boah, was für ein Kampf, ey. Zweimal habe ich sogar den Drachensprint erfolgreich gehabt und das ultimative und das Warp-Kamehameha gegen eingesetzt. Oh mein Gott. Das war vielleicht was. Deswegen erhöhe ich gleich die Abwehr, dass ich vielleicht noch etwas mehr aushalte gegen den. Oh, fuck, das war krass. Son Goku, wie kannst du die Kämpfe beenden? Wenn du in der Cell-Game nicht kämpfst, dann wirst du die Menschen auf dieser Erde nicht allein sterben. Anti-Game, mach nicht! Der Kämpfer ist nicht gekämpft, oder? Das ist deine Zeit! Okay, ja. Jetzt kommt es eigentlich dann zum Kampf zwischen Son Gohan und Cell. Und wir wissen ja, wie dann die Cyborg-Saga endet. Aber ab dem Kampf ist wahrscheinlich mit Son Goku dann schon die Cell-Saga zu Ende. Genau. Das war's dann. しかし払った犠牲も大きかった。セルとの激闘の末に死んでしまった悟空は、なんとか生き返らせようとするご飯たちに語りかける。オラがいねえ方が地球が平和な気がすんだ。だからよ、土やご飯には悪いんだけど、生き返らせてくんなくていいや。 Okay, damit hätten wir das auch geschafft. Ja,
Trunks kehrte in seine eigene Zukunft auch wieder zurück und besiegt dadurch mit der neuen Kraft die Cyborgs und auch den Cell und auch Cell, welcher versuchen wollte, Trunks zu töten, um die mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit zu reißen und die Cyborgs zu vernichten und die Cyborgs zu absorbieren. Zu vernichten. Ja. So. Jetzt geht's los mit der Majin Buu-Saga. Hoffentlich finden wir dort auch die beiden letzten Dragon Balls. セルトの戦いから何年かが過ぎた。16歳になったソン・ゴハンはサタンシティにあるハイスクールに通いつつ、グレート・サイヤマンとして悪党を見つけては退治して回っていた。 ひょんなことからミスター・サタンの娘ビーデルがグレート・サイヤマンの正体を見抜かれてしまったゴハンはバラされたくなければ1ヶ月後の天界一武道会に出るようにと脅されてしまう。初めは乗り気でなかったゴハンだったが、 あの世にいる悟空が天界一武道会に参加するために1日だけ戻ってくると聞き、がぜんやる気を出す。悟空が参加するならベジータも参加するといいだし、ゴハンの弟であるゴテンや小さいトランクス、クリリンやピッコロも加わって、何やらお祭り騒ぎの様相を呈してきた。 その背後で邪悪な魔導士バビリーが史上最悪の存在マジンブーを復活させ全宇宙を支配しようとしていることも知らずに。 Was ist hier los? Vegeta ist irgendwo hingeflogen und er sah so seltsam aus. Nicht, dass Vegeta... Der Geist wird doch nicht von Babidi kontrolliert, oder? Auf jeden Fall muss ich hier hinterher. Worüber macht sich Vegeta so viele Gedanken? Er scheint ja schon eine ganze Weile zu grübeln. Also diese Art von Kraft hast du jetzt? Jetzt verstehe ich, wie vermutet. Hm? Was? Verstehe nicht ganz, was ist das jetzt eigentlich hier? Also die Szene kommt mir jetzt neu vor. Vermutet hat der gute alte Kakarot die Grenzen überschritten. Die Grenze zum Super Saiyajin. Ich verstehe das nicht, aber ich muss auf jeden Fall schnell Vegeta finden und mit ihm sprechen. Okay, haben wir wieder einen neuen Skill. Ultra Saiyajin Transformation. Cool. So, jetzt befinden wir uns in der Majin Buu Saga. Ist natürlich immer noch die Erde, aber trotzdem ist es jetzt eine andere Saga. Versuchen wir mal auch die letzten beiden Dragon Balls zu finden. Hoffentlich wird das uns das gelingen, weil dann könnten wir uns auch einen neuen, damit auch jetzt noch eine zusätzliche Superfähigkeit wünschen. Ich glaube, dass man pro Story auch nur einen einzigen Dragon Ball finden kann. Also nur ein einziges Mal alle Dragon Balls finden kann. So, einer fehlt jetzt noch, da haben wir schon den vorletzten. Nur noch einer fehlt uns. Da versuchen wir auch noch ein paar Fähigkeiten zu finden. Sorry, dass der Part jetzt so lang wurde wegen Kampf gegen Cell und ich schätze mal, nachdem wir alles gefunden haben, werde ich auch wieder den Part dazwischen beenden müssen. Es tut mir wirklich furchtbar sorry, aber es ist halt ziemlich schwer geworden. Im Wald gibt's auch noch was? Vielleicht wieder Erfahrungspunkte? Was? Oh, du bist die Freundin von Son Gohan, oder? Videl! Oh, Son Gohans Vater, ich habe eine Frage, die ich dir stellen möchte. Was ist das für ein Heiligenschein über deinen Kopf? Ach, das meinst du? Den bekommen die Toten. Ich bin tot, deswegen habe ich auch einen. Das ist so, ist das? Verstehe. Was ist los mit diesen Leuten? Naja, sie kennt das noch gar nicht, dass man... Da ja Son Goku tot ist und er nur einen Tag auf die Erde durfte,
hat er zwar einen lebendigen Körper, aber der Heiligenschein symbolisiert, dass er tot ist und dass er nur in Jenseits leben darf. Engel des Heiligenschein. Unterdrückt den KI-Verbrauch im Hypermodus. Aktiviert ab Beginn des Hypermodus. Und irgendwie ist so ein seltsames Geklopfe wieder über mir. Da war es noch längst nicht Nachtruhe. Ich habe das Gefühl, dass wieder jemand hämmert. Naja, aber das soll mir egal sein. Ah, da ist wieder was los. Bei der nördlichen Hauptstadt. Wir gucken uns am besten noch ein bisschen um, so wie es geht. Oh, Son Goku, war dieser Urlaub gekauft von dir? Ja. Da war der Joken-Typ, der irgendwie Lichtenergie herangekommen war. Ich habe mit ihm gekämpft. Lichtenergie? Sprichst du von... Super Saiyan-Energie? Nicht so wichtig. Wir haben gerade eine gefährliche Situation. Bringt Chichi und die anderen in Sicherheit. Ach ja, na gut, ich kümmere mich darum. Danke, ich wusste, ich kann auf dich zählen. Na schön. Kommen wir wieder ins Kill? Jokon. Egal ob Freund oder Feind, der Kieferbrauch ist im Transformat-Stadion größer, wird bei Trans... erzeugt? Wozu hat das... Achso. Egal ob man selber... Oh, der letzte Dragon Ball, geil! Ob man selber spielt oder nicht, oder der Gegner, beide haben mehr Kieferbrauch. Aber das gleicht sich schon wieder aus. Wozu denn eigentlich? Der letzte Dragon Ball, wir haben alle. Sehr schön. Damit können wir uns was wünschen. Da will ich mir gleich einen ultimativen Skill wünschen können, weil mit dem ultimativen Skill können wir zwar den ganzen Skill-Slot ausstatten, dafür hat man mit dem Charakter garantiert alle Skills drauf, die es gibt. Also auch den ultimativen Angriff, alle Transformationen, alles. Einfach nur alles. Das ist so geil, dass wir das jetzt haben. Oh, was? Ist irgendwas los gewesen? Barbie, dieses Raumschiff? その2人に触って壊してしまえば二度と元には戻りません。クリリン、ピッコロ、カヨシ様、一体どうやったら2人を元に戻せんだ。それは、あのダーブラが死なない限りは。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。 Okay, aber ich weiß nicht, wo wir diesen Dabra-Typen finden können. Ich glaube auch nicht, dass er als Charakter in diesem Spiel vorkommt, oder? Ah! Ein Skill! Oh, und das ist... Oh! Achso, man kann auch Skills für andere Charaktere finden. Natürlich kann man die alle kaufen, aber man kann sie auch für die... Man kann sie natürlich auch für andere Charaktere Skills finden. Obwohl ich eigentlich, nicht. Wow, gleich 10.000. Das ist echt eine ganz schöne Menge, die man finden kann. Das ist die größte Menge, die man einfach so finden kann hier an der Stelle. Aber es wundert mich, dass. Ich wusste echt nicht, dass man sogar noch Skills von anderen Charakteren finden kann auf der Weltkarte. Ihr sollt irgendwie geradeaus weiterfliegen. Oder zumindest so seitwärts. Da war irgendwas. Da. Okay. Noch ein Skill und das ist, was? Zweimal dasselbe. Lol. Okay. Was soll's? So, den Dragon Ball Radar brauche ich ja nicht mehr. Ich kann jetzt einfach mich hier umgucken und schauen, ob ich vielleicht irgendwas finden kann. So, Gokus Haus? Yo, Chichi! Ora, modotte kita so! Goku-san! Yoku kaette kita da na! Ah, ichinchi dake nan da kedo na. Sore yori, sono ushiro ni kakuriten na. Ora no ko ka? So da be. Gote, otou-san da zo. この子照れてるだよ。そっか。オラの顔を見たの初めてだもんな。まあいっか。今ちょっと急いでっから、また後でゆっくり話そうで。あ、悟空さん、これ持って。
Er kann er nicht, er ist tot, er muss dann wieder ins Jenseits zurück. Schon mal daran gedacht? Na egal, wir bekommen wieder einen anderen Gegenstand. Tempora-Schüssel stellt eine Gesundheit wieder her. Man könnte dann versuchen, natürlich auch einen Gegenstand einzusetzen, aber leider ist mir nicht bekannt, wie man den nochmal genau einsetzt. Da hätte ich vielleicht den Übungsmodus gucken können. Da ist wieder ein Kampfpunkt. Naja, ich hätte da vielleicht gucken müssen, wie ich da... Oh, was? Gegenstand. Was, schon wieder den Rengrater? Aber den habe ich doch schon längst. Naja, das ist für den Fall, wenn man in den anderen Stories den Dragonradar noch nicht findet, dann in den anderen Sagas, dann findet man eben hier dazwischen. Einfach mal so völlig random. Wundert mich schon, dass es so dabei ist, aber okay, wenn man meint. So, ich denke, ich müsste mich dann auf der Welt genug umgesehen haben und alles gefunden haben. Ich habe es immer so gemacht, einfach hier durchzischen, mehrmals die Welt umrunden und da immer ein bisschen auf der Seite. Das ist auch ein guter Tipp für euch, wenn ihr alles erkunden wollt. Oh, da ist auch schon wieder was. So könnt ihr auch alles garantiert erkunden und dann auch alles finden oder möglichst alles. Weiterer Skill. Kraft am Ende der Grenze fällt. Die Gesundheit unter ein Sechstel ist die Angriffskraft stark vergrößert. Ja, okay. Ist also für Notfall... Ist also für Notfälle gedacht. Auch nicht so schlecht. So. Okay, jetzt wieder so. Von der Seite her. Möglichst seitlich, aber nicht zu sehr. Also kann man unmöglich was übersehen. Da findet man meist garantiert etwas. Naja, und möglichst nicht, dass man was übersehen kann, aber man findet größtenteils immer etwas, wenn man sich da so, wenn man das oft dann so die Erde umrundet. Also braucht man auch meist den Dragonrater nicht um, oder findet man meist auch, also braucht man meist auch nicht den Dragonrater, um, einen Dragon Ball finden zu können zum Beispiel. Das war direkt in der Nähe und daran bin ich mal vorbeigegangen. Ein weiterer Skill, was haben wir da? Überdruck, erhöht Angriffskraft bei langsam schöner Gesundheit. Oh, okay, das bedeutet wohl, dass er langsam der... Gesundheit zurückfällt und dafür aber die Angriffskraft sich auch nach und nach zusätzlich erhöht. So. Okay. Was ist das? Ja, wieder ein bisschen Kohle. Beim großen Turnier kann man sich besonders viel Kohle verdienen, wenn man besonders, wenn man dann am Ende gewinnt natürlich. Ja, jetzt sieht er zum ersten Mal so einen Gohan mit dem großen Saiyaman-Outfit. あの、グレートサイヤマンって言うんですけど、まあ、要は変装と言いますか。まあ、いっか。それより、おめえもさっさと着替えて、ベジータ見つけるの手伝ってくれ。ほら、先に行ってんかな。 Ja, Son Gohan. Der glaubt tatsächlich, dass ihm das stehen würde, ne? Nee, also der große Simon ist schon ein bisschen albernes Outfit, muss ich sagen. Das sagen auch die anderen, aber Son Gohan, der scheint darauf abzufahren. Naja, warum auch nicht? Wenn er meint. So, wir haben uns jetzt eigentlich schon genug umgesehen, ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt zum Kampfbereich und, ja, der Part ist wieder lang genug. Tut mir leid nochmal, dass es jetzt mit Cell gelaufen ist und dass wir auch nur so wenig gemacht haben. Dafür machen wir dann im nächsten Part weiter mit dem Storyverlauf. Daumen noch, wenn es trotzdem gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein Urcrash für die FIG-E9. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und Tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Ball Z Budokai 3. Also auf Wiedersehen und Tschüss, Leute!